Hey ho, meine lieben Kreativen und willkommen bei Dexter Design. Es gibt ein ganz kleines Mini-Tutorial, ausnahmsweise heute mal. Normalerweise ist das nicht der Fall, mache ich eigentlich nicht. Aber es geht darum, dass ich mir selber auch was merke. Und zwar geht es darum, dass ich eine Photoshop-Zeichnung gerne als Vektorgrafik haben möchte oder das auch oftmals brauche, ohne die Funktion von Adobe Illustrator zu verwenden, diese Trace-Funktion, dieses Bild nachzeichnen. Das will ich nicht. Ich möchte es gerne ohne Qualitätsverlust richtig cool haben, richtig gut haben. Und das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Zieh das mal fix durch, würde ich sagen. Und los geht's, würde ich sagen. Wir gucken uns das jetzt mal an hier. Warum das Ganze? Weil ich habe hier einen Golf gehabt vor 20 Jahren und da hatte ich das schöne Logo von Deathproof drauf, was ich total geil fand, weil Hagelschaden und so. Das ist die Vorgeschichte und dieses Logo habe ich auch noch und es ist ziemlich sauber und clean. Ich möchte es aber gerne in einer gezeichneten Variante haben. Ich habe das nachgezeichnet nochmal mit diversen, naja, Unreinheiten hier, weil ich das einfach viel lebendiger und cooler finde. Die Strichstärke auch ein bisschen verstärkt. Und jetzt ist das Ziel, diese Zeichnung hier, die auch transparent ist, umzuwandeln. Wichtig ist hier noch, die ganze, naja, Hintergrundinfo zur Bildgröße, denn die ist hier bei 11.000 Pixel, also 50 cm circa, mit einer Auflösung von 600 dpi. Und das ist die erste Voraussetzung. Wir machen draußen Smart Objekt. Weil dann ist es noch mal ein bisschen sicherer, ist unantastbar. Oder man kann, naja, das Original bleibt dann natürlich ein bisschen erhalten. Informiert euch gerne, wenn ihr euch das wissen wollt. Wir machen bloß kurz die kleine Reihenfolge, die jetzt hier dabei entsteht. Wir gehen auf Kanäle. Markieren alle mit STRG A, kopieren alle mit STRG C und beginnen jetzt hier einen Alpha-Kanal anzulegen. Wir klicken auf das kleine Plus hier unten, neuen Kanal erstellen, Alpha-Kanal. Und jetzt können wir mit STRG V unser Objekt einfügen. Wir sehen erstmal nichts, weil alles ist schwarz. Wollen wir nicht. Wir wollen das Ganze umkehren und das Ganze, die Farben umkehren, also inventieren, machen wir mit der STRG I, klick. So sieht das Ganze aus. So, jetzt brauchen wir noch Pfade und das geht einfach, indem wir hier oben rechts auf Pfade klicken und nun können wir hier mit diesem Pünktchen hier unten Arbeitspfad aus Auswahl erstellen, einmal klicken und Photoshop macht jetzt hier einen wunderschönen vektorisierten Pfad mit ganzen vielen tausenden Ankerpunkten, wie man sieht. Und das ist das, was wir haben wollten. So. So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das Ganze jetzt in Photoshop? Illustrator. Und zwar, das ist auch nicht so schwer. Wir gehen direkt auf Datei exportieren und sagen Pfade Illustrator. Klicken wir mal drauf, nennen das Ganze, was weiß ich, wir nennen das Arbeitspfad, klicken auf OK und speichern das Ganze unter einem Namen, den wir möglichst wiederfinden und gleichzeitig auch an einem Ort, den wir vielleicht uns merken. Und jetzt öffnen wir das Ganze mal in Illustrator und das habe ich jetzt gemacht und dann sieht man erstmal gar nichts, weil es hat keine Farbe. Wenn wir uns hier dann doch die Ansicht ändern, sehen wir, dass es hier vorhanden ist, die Pfade sind da. Wir machen mal wieder auf Standardansicht. Und indem wir alles markieren, STRG A oder einfach die Auswahl aufziehen, das Ganze einfärben, ist es auch sichtbar. Die Objekte hier drinnen, die sind natürlich noch nicht ausgespart. Und das kann man einfach machen über den Pathfinder hier oben. Der sieht so aus und machen hier eine Schnittmenge draus oder lassen das automatisch erstellen und schon haben wir unseren Pfad, unseren Schneidepfad für den Plotter oder für, naja, für T-Shirt-Drücke ist es auch wichtig oftmals, dass man
Dateien Vektoren hat, je nachdem, was man wie gedruckt wird, in welchem Druckverfahren. Und ja, das ist das ganze fertige Ergebnis. Man kann das natürlich mit mehreren Farben machen. Ich habe jetzt hier nur einfarbig alles gemacht. Und man hat hier die Pfade wie im Original, so wie ich es auch gezeichnet hatte. Und wenn ich noch schneller versuche zu sprechen, dann wird es brenzlig. Ja, aber das ist so die Kurzfassung. Ganz einfach und simpel. Stellt bitte keine Fragen, ich kann die nicht beantworten. Ich mache keine Tutorials. Das ist eine große Ausnahme hier gerade. Und liken, abonnieren, nur wenn ihr meine Zeichnersachen sehen wollt. Weil das jetzt hier ist eher selten, dass das vorkommt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielleicht hat es euch geholfen. Es gibt natürlich noch englische Versionen von dieser, von diesem Ablauf. Da findet man eigentlich genügend, finde ich. Aber auf Deutsch gibt es echt manchmal ein bisschen wenig, finde ich. Und deshalb mal so. Okay, meine Lieben. Macht's gut. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.